Rennen sehr gut laufen. Leider hat es sehr, sehr scharf gesetzt und dementsprechend auch letztes Jahr nicht ganz vorne gereicht. Und ja, vielleicht haben wir eine gute Mannschaft da und dass wir dann jetzt gegen das Wasser schaffen. Wir begrüßen die Vorarlberger mit einem herzlichen Applaus in unserer Mitte. Die Aufstellung. Wir begrüßen die Oberösterreichers Felbermeier Simplon mit einem herzlichen Applaus. Rundfahrt und wir wünschen den Rennfahrern alles Gute, viel Erfolg. Als Sekretär des österreichischen Radsportverbandes hier bei uns. Meine Herren, herzlich willkommen bei der Tour. Applaus, meine Damen und Herren, für die Tiroler. Rad-Bundesteam. John, ich darf euch, liebe Sportler und liebe Betreuer und die ganzen Funktionäre recht herzlich begrüßen. Heute hier in der Marktgemeinde Horizon, hier mitten im Blaufränkischen Land. Ich wünsche euch im Namen der Marktgemeinde alles Gute, eine gute Rundfahrt unseren Zugang, wenn wir das einen. Wir brauchen den Federmann. Und das Kommandofahrzeug gesichert ist, wieder bei meiner Spitze. Und wir machen eine weitere Achtung. Jetzt fahren wir jetzt ab auf die rechte Spur auf dem Feldweg. Die Mischwürfe, das ist ganz klar, der Fahrer von Ritterberger, sind
Meter diese Zielgerade vorne, das müsste eine Steine sein, eine Steine dahinter, da ist mit der 1-2-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 
Also ganz lange fahren, damit ist es dann letztendlich für Clemens sich nicht ganz ausgegangen, komplett zur Spitze aufzuschließen und sie sind halt dann quasi aufgefilmt und gefahren. Ein Pressefoto mit dem aktivsten Radrennfahrer. Wir gratulieren dem Sportler vom Team Race Service Austria. Jetzt Sportler. Ja, scheiße, noch einmal. Das muss die letzten 15 Jahre schon immer passieren. Das noch einmal war bestellt. Das war bestellt vom Elmar Treffer. So. Prächtig im Blaufränkisch nach. Und auch hier gibt es noch einmal eine Caffissimo Espresso-Maschine vom Bürgermeister Werner Huber aus Lackendorf. Und das, meine Damen und Herren, sind die Sieger der 56. Burgenland-Radrundfahrt 2016. Herzliche Glückwünsche an die Radrennfahrer und wir freuen uns jetzt, dass wir Helmut Rettwer noch den Bergpreis überreichen dürfen. Meine Damen und Herren, eine nette Geste von Helmut Rettwer. Bedanken möchte ich mich aber bei allen, die hier organisiert haben, bei allen, die mitgeholfen haben, dass diese Burgenland-Radrundfahrt so gut über die Bühne gehen konnte.